Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich habe hier was bekommen. Chronik des Computerschachs. 18 Jahre Computerschachgeschichte, CSS 1983 bis 2000. Die Zeitschrift Computerschach und Spiele erschien zum ersten Mal im Frühjahr 1983. Damals unter dem Titel Computerschach International. Und hat seitdem die Entwicklung des Computerschachs beginnt mit den allerersten Schachcomputern bis hin zum großmeisterlich aufspielenden Software von heute kontinuierlich begleitet. Die Redaktion hat die ersten 18 Jahrgänge der Zeitschrift gescannt, biografisch aufbereitet und in ein anspruchsvolles Präsentationsformat eingebettet. Das Ergebnis eine lückenlose Chronik der Computerschachgeschichte von 83 bis 2000, die in der Sammlung eines echten Computerschachfans nicht fehlen darf. Systemvoraussetzungen: IBM PC-kompatibler Windows 98 oder höher, aktueller Internetbrowser, DVD-Laufwerk, Maus. Machen wir da noch irgendwas? Inhalt der DVD: 105 Hefte, 1700 Artikel von 185 Autoren, 5477 Textseiten, 1200 Schlagwörter, alle Partien, Stellungen und Turniere, CSS-Service 1990 bis 2000, Gratis-Bonus 277.000 Computerschachpartien von 2000 bis 2005. Bedienung: Die DVD Chronik des Computerschachs ist mit einer Art Autostartfunktion ausgestattet. Das stand hier zwar nicht so genau, aber ich habe es aus Versehen so gelesen. Nach dem Einlegen der DVD wird automatisch Ihr Browser gestartet und es erscheint die Startseite. Sollte die Startseite nach einiger Wartezeit nicht von selbst erscheinen, können Sie das Programm auch manuell starten. Verwenden Sie in diesem Fall den Arbeitsplatz, um auf Ihr DVD-Laufwerk zuzugreifen und den Inhalt der DVD anzuzeigen. Wechseln Sie in das Verzeichnis Chronik und klicken Sie auf Start HTM. Was leider nicht möglich ist, ist natürlich klar, ist, kopierschutzmäßig bedingt. Man kann es jetzt nicht auf die Festplatte auslagern und dann einfach von der Festplatte starten. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass zu dieser Zeit, was waren wohl die Festplattengrößen zu dieser Zeit? Ich habe irgendwo noch so Gammel-PCs damals gehabt mit 4 GB Festplatte, 6 GB oder 10 GB Festplatte. So ganz, ganz lahme Festplattengrößen, also nichts mit 500 GB oder so. Ich habe es versucht, auf die Festplatte zu kopieren, ist ja nichts mehr heutzutage. Geht aber nicht. Er braucht das Laufwerk. Das wäre interessant zu wissen, ob man das so machen kann, dass das Programm quasi meint, das Festplattenverzeichnis wäre das Laufwerk. Dass er quasi trotzdem, das würde ja viel schneller gehen. Außerdem ist es Summen dann nicht da. Ich gucke an da unten nach rechts, weil da läuft hier. Im Moment ist es nicht. Der Carlsen führt mit 1,5 zu 1,5. Der hat gerade die Partie gewonnen. Das Finale der Magnus Carlsen Chess Tour, also des Turniers, was die da gerade machen, das ist 15-Minuten-Turnier. Also nicht die ganze Tour, sondern nur ein Turnier davon. Legen wir doch einfach mal das gute Stück hinein. So. Was ich auch schon nachgesehen habe, also mit Fritz zum Beispiel, lassen sich die Partien anzeigen. Aber man muss immer bedenken, man darf nicht vergessen, das ist von 2000. Das ist hier alles doch relativ veraltet, das Ganze. Möchte ich es mal so sagen, mich mal nach rechts schieben. Ich hatte eigentlich gehofft, das wäre hier, obwohl das bringt nichts, das ist hier, die Schriftgröße ist trotzdem noch so. Ich frage mich, welcher arme Mensch muss sich das auf dem 17 Zoll Bildschirm angucken? Das ist damals, das waren ja 2000, das waren ja noch die dicken. Ich habe mir einen 32 Zoll Flachbildschirm. Das waren damals, ich habe unten im Keller noch einen 17 Zoll Bildschirm. Das war damals auch schon so gehobene Größe, so 17, 19 Zoll, 19 Zoll. Das war schon, oh, da war man schon ein Held mit dieser Bildschirmgröße. Und gar 21 Zoll, 22 Zoll, da konntest du von träumen. Und selbst, was ist denn, ach so, die Ergebnisse sind da. Carlsen, Wesley So, Maxim, Vasile Graf gegen Ratjabov. So, und hier sieht man die ganzen Ausgaben. Hier, da kann man hier aus. Hier herzlich willkommen. Das haben wir gerade schon mal auf dem Cover gelesen, die Ausgaben. Ein bisschen störend ist das Rauschen des Laufwerkes. Hier kann man also, sieht man also die ganzen Ausgaben hier, die man hier so am Start hat.
Dann kann man hier meinetwegen, wenn einem was interessiert hier, dann kann man auf die Ausgabe draufklicken. Da sieht man hier das hier noch. Man kann es jeweils vergrößern oder wieder auf zurückgehen, da wo die rechte Seite vergrößert. Dann kann man hier, das ist hier, das ist doch Cyrus, ist das doch oder nicht? Dann kann man hier immer sehen, oh, was hier alles so drauf ist. Tolle Grafik, mächtiges Spiel. QL schon Sinclair QL. Eröffnungsbibliothek aber für wen von Deng Spracklin, Seite 16. Dann geht man zurück. Seite 16. Das ist schon eine recht kleine Schrift und das auf dem 32 Zoll Bildschirm, also auf dem 22 Zoll Bildschirm. Obwohl, ich könnte mir ansehen, das ist ja nicht das ganze Bild hier. Das ist hier, obwohl das wäre auch kleiner. Okay. Von 22 Zoll wäre es, glaube ich. Also ich kann es so auch in diesem Modus lesen. Ist zwar nicht so wirklich spannend, aber es geht. Von Anfang an dabei, Kate Spracklin, Autorin zahlreicher Schachprogramme. Da war die noch richtig jung hier. Die Kate Spracklin, ein junges Mädchen. Hübsch. Wohl von 78 das Bild. Die Autorin der Fidelity-Programme Kate Spracklin hat reichlich Wettkampferfahrung. Seit 1978 hat sie kaum ein wichtiges Computerschachturnier ausgelassen. Da sie außerdem als Spezialistin auf dem Gebiet der Öffnungsbibliotheken gilt, für die Fidelity-Produkte hat sie bereits eine mit 70.000 Varianten programmiert, ist sie wie kaum ein anderer in der Lage, über die Praxis zu berichten. Ja, da hatten sie noch was zu lachen. Und später, als dann Richard Leng dann erschienen ist mit dem Amsterdam, da war das dann nicht mehr so mit den Schachtiteln. Ich frage mich, ob die noch leben. Das sieht zwar blöd an, aber die werden alle auch schon so im gehobenen Alter sein. Ob die schon tot sind, ob die noch leben, was die so machen. Das würde mich schon interessieren, weil für mich sind das quasi sowas wie Stars, kann man beinahe sagen. Diese Programmierer der Schachcomputer, das waren ja quasi die Seele der Computer, dieser Schachcomputer. Ohne Programmierer kein Programm, ohne Richard Leng, Ed Schröder, David Kittinger, Dan und Kate Spracklin und wie sie alle hießen, Franz Morsch und so weiter und so weiter und so weiter, gäbe es ja die Schachcomputer nicht. Jetzt haben wir denn noch das perfekte Endspiel nach ihnen. Da kann man eben so hier das hier alles so, wie man Spaß hat, so durchblättern. Man fing hier wieder bei Ausgaben drauf. Index gibt es hier auch noch, da kann man nach Schlagwörtern suchen. Können wir auch gleich mal kurz gucken. Was war das hier eigentlich für ein Bild? Das lässt sich ein bisschen blöd lesen hier, weil wenn ich hier vergrößere, dann vergrößere ich nur die rechte Seite. Mephisto schlug sie alle. Fünfte Mikro-WM in Amsterdam. Seite 7. Können wir wieder zurückgehen? Dann geht man auf Seite 7. Dann sieht man hier die strahlenden Sieger. Mephisto Amsterdam. Teamchef Ossi Weiner und Programmautor Richard Leng. Das ist übrigens hier, was man hier sieht, das ist die 32-Bit-Version des Mephisto. Das war also auf dem Computer, deswegen gab es kein 32-Bit-Mephisto. Mephisto Amsterdam 32-Bit, deswegen gab es den nicht, weil das Programm gab es schachcomputermäßig, glaube ich, nur. Ach, da ist ja noch so ein Bild hier. Hier. Wohl nur auf dem 16-Bit-Gerät. Was haben wir hier noch? Jetzt muss ja wieder erstmal hier das Laufwerk warm laufen lassen da. Bisschen störend. Heutzutage würde man es wohl eher so machen, dass es auf der Festplatte gemacht werden könnte. Wenn da einer Bescheid weiß, wie man das machen kann, würde mich das wirklich freuen, wie man das auf eine Festplatte draufschaufelt. Das Ganze, muss ich wieder auf Start drauf gehen, auf Ausgaben. So, da kann man, das ist eine nette Sache, muss ich ehrlich sagen. Was haben wir denn hier, 1991? Ich frage mich gerade, ach hier, die Ausgabe habe ich hier, die habe ich auch. Die weiß ich gar nicht. Die habe ich. Ich glaube, die habe ich fast alle hier. 95. Das habe ich hier. Hier, Computerschach WM in Hongkong. Mit Deep Blue, wo allerdings Fritz Weltmeister geworden ist.
96, wo war dann das denn mit der Supermaschine? Das 97? Das gab doch auch dieses Bild, diese Ausgabe. War es 94? Wann war das denn? Das gibt doch diese Computerschach und Spiele. Ach hier, die Wundermaschine. Mal das, da kann man immer auf Vergrößern gehen. Mephistos Wunderkiste, ein völlig neuartiger Schachcomputer. Da hat Mephisto versucht, auf den PC-Zug aufzuspringen. Man hat quasi, das gibt ja, sehr schöne Partie, ach so, das ist immer noch eine andere. Dieses Case-Modding heißt das. Das heißt, die Leute nehmen die PC-Hardware und bauen die in andere Gehäuse ein. So ist gefühlt, ist das, als wenn man jetzt ein Mephisto München nehmen würde und würde einen Laptop in diese München quasi Chase-Modden da einbauen. So ungefähr ist das da auch. Das hat sich aber nicht, glaube ich, gar nicht mal so durchgesetzt. Die waren gar nicht mal so begeistert davon, die Leute. Seite 9, weil das Problem nämlich war, dass das eigentlich schon, das Problem war ja, die galoppierten so, diese Schachcomputer, diese PCs. Und das ist natürlich dann ein Problem. Du bringst einen Schachcomputer raus für viel Geld und ein Jahr später ist die Hardware, die da drin ist, schon wieder eine alte Kiste. Das ist das Problem. Meinetwegen, oder 2 Jahre später, du bringst das als 486er raus oder wir sogar nur als 386er und 2 Jahre später ist schon ein 486er mit 66 MHz, der da mit dem Boden aufwischt. Das ist so ein bisschen das Problem. Das bestgehütete Geheimnis des Jahres auf dem Schachcomputersektor wird jetzt gelüftet. Der Münchner Hersteller Hegner und Glaser baut zurzeit an einem neuen Top-End-Schachcomputer, der alles bisher dagewesene in den Schatten stellt. Aber die aufregende Entwicklung, der Traum so mancher Schachcomputer-Freaks, hat seinen Preis. Nur sehr gut betuchte Kunden werden vorerst an dieser Schachrevolution also teilhaben dürfen. Stellen Sie sich vor, liebe Leser, Sie bekämen von einem großen Schachcomputerhersteller den Auftrag, einen ganz neuen Schachcomputer zu entwickeln. Die Firma will und so weiter und so fort. Lest es einfach ab hier. Ja, das Problem war dann, im Prinzip haben die dann PC eingebaut in dieses Gehäuse. Das soll auch Lüfterprobleme gegeben haben mit der Lüftung. Weil man, es ist ja kein PC-Gehäuse, wo du dann viel Raum drin hast, um die Luft zirkulieren zu lassen. Das war wohl auch das Problem, es ist immer nur MWL gegen Ratjabow, also Karlsson spielt wohl noch nicht wieder die dritte Partie. Und das war diese Lüftungsprobleme mit dem Ganzen zusammen, war das Problem hier, witzigerweise hier das Laufwerk so dran. Die waren, ich könnte mir vorstellen, die waren handgebaut, diese Teile. Die haben wirklich ein Mephisto genommen, per Schnittstelle haben die das gemacht, dass das Brett unterstützt wurde und haben da einen Laptop reingesetzt. Aber 15.000 Mark war das bestimmt hier. Und dann ist das Problem, wenn ein PC für 10.000 Mark holst, dann hast du, wenn du vermutlich dann sogar noch einen viel geileren PC als das. Und als dann hier Chess Genius auf dem PC rauskam, dann war natürlich der Ärger groß. Stell dir vor, du kaufst den für 15.000 Marken oder hast dir für 15.000 Marken Schachcomputer gekauft, hier den dort. Und erstens, ein Jahr später war das schon wieder eine alte Kiste. Da waren die PCs schon wieder doppelt so schnell wie das Gerät. Dann ein bisschen Kredit noch am Abzahlen. Für den Schachcomputer hast du einen 5-Jahres-Kredit aufgenommen für das Gerät. Bis seit dem dritten Jahr am Abstottern und musst damit angucken, wie dann hier für 5.000 Mark kriegst oder meinetwegen für 8.000 Mark kriegst du dann ein PC, der mit deinem den Boden aufwischt, der dreimal so schnell ist, mit Chess Genius dabei. Am besten noch hier für 2.000 Mark ein Brett dazu kaufen. Dann hat man das Gleiche, dann hat man ein Brett und man hat den PC. Man kann den PC auch noch aufrüsten, umrüsten etc. Wahrscheinlich konnte man den auch umrüsten, wenn man es denn gekonnt hat. War ja Laptop-Hardware. Das war natürlich, konnte ich mir schon vorstellen, dass die da leicht verärgert waren. Ja gut, man kann mit Fritz kann man auch die Datenbanken öffnen hier. Da ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig klönermäßig hier. Wir können ja mal bei Index gucken, wie das so funktioniert. Ausgaben, bla bla bla. Jetzt kann man hier. Ich dachte, man könnte selber was eingeben. Schlagwörter.
Was ist denn bei M? Mephisto Rebell, Mephisto Akademie, Mephisto 3, Mephisto MM4, MM5, Können wir bei MM6 gucken, wann kam der denn so? Wieder nichts Neues oder Fragezeichen, sechste Generation. Ach verdammt, da war es doch wieder nichts Neues. Meine Güte. Ich bin zu schnell für diese Welt. Novak, dann ist hier wahrscheinlich hier 20. Ist das der MM6? Nada bei 21. Nada again. Nada. Das müsste da doch sein, der MM6. Mephisto Atlanta, New York, das waren wohl diese MM6-Teile. Mich hat es immer so gestört, zum Beispiel bei diesem Mephisto vom Roma, den ich da habe. Schon unentschieden? Das geht aber schnell. Kaum guck mal weg und guck wieder hin, ist schon unentschieden hier. Ja, hier ist das, ist hier dieses Manhattan-Modul oder sowas. Ja, ich würde es jetzt. Das ist ein bisschen blöd, wenn dann die Eröffnungsbibliothek, ich weiß gar nicht, wie der hieß, weil der defekt ist bei mir. So 6000 Positionen oder sowas, das kannst du doch vergessen. Das ist, der Venko hat 150.000 Positionen, die müssen auch geile Eröffnungen drauf haben, die Schachcomputer, sonst ist das auch blöd. Wenn die nur für 6000 Eröffnungspositionen drin haben, dann spielen die nur sehr limitierte Eröffnungen und haben nichts drauf, eröffnungstechnisch. Deswegen haben mir diese Geräte nicht so gefallen. Hier beim MM4 habe ich auch das Eröffnungsmodul dabei und beim MM5 auch Eröffnungsmodul. Der Roma 2 hat wenigstens 40.000 Positionen, aber irgendwie mit 6.000 Positionen oder was oder noch weniger. Das kannst du doch vergessen. Also Index, ich hatte gedacht, man könnte Selbstworte suchen. Autoren, Rubriken kann man noch machen. Ja, und das kann man eben mit jeder Ausgabe machen hier. Fernschach, Internet, Schachdenken, Spielwaren, das was denn hier? Normalerweise Red ist nicht so viel, okay. Ja, mit der Datenbank, man geht dann halt, man macht Fritz offen, geht auf Datenbank öffnen. Dann geht man hier in diesen Ordner rein und dann kann man halt diese Partien sehen. Das Problem ist aber, man sieht da eine Liste von Partien. Ja, gut, man kann wahrscheinlich auf Züge gehen, etc. Was soll ich denn hier reden? Ich mache einfach mal. Obwohl dann. Ne, ich habe hier die Icons ja, weggemacht. Ich fand es jetzt nicht so spannend. Ich werde mal ein bisschen drin rumblättern hier. In diesen Ausgaben. Ich sehe richtig grün aus, weil ich wegen diesem grünen Bild hier. Ich bin ein Marsmensch. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist eben. Von 2000. Das heißt also, Stand 2000, was war denn 2000 für ein PC am Start? Pentium 1, 90 Megahertz, das waren schnelle Raketen damals schon, oder was waren da die PCs so, die am Start waren? Da kann man nicht so viel erwarten. Wenn man das auf der Festplatte machen würde, würde das auch viel schneller gehen, aber was soll ich denn erzählen? Es ist eine schöne Sache damals, dass man es machen kann. Ich glaube, ich werde weniger diese Computerschachpartien da durchgucken. Vielleicht mache ich es mal. Wo ich kann das Video wieder anhängen mit den Computerschachpartien. So, nun noch kurz zum Datenbankteil, der auf der DVD drauf ist. Dafür geht man hier einfach auf. Ich habe einfach mal Fritz 11 genommen. Damit komme ich noch am besten klar, hoffe ich mal zumindest. Datei öffnen, Datenbank. Ah, ich glaube, der hat die DVD noch. Sehr gut. Und da sieht man hier diese Partien. Das Problem bei mir ist hier, wenn ich, weiß nicht, ob ihr das auch habt, wenn ich jetzt hier mit der Maus hinklicke, dann scrollt und scrollt und scrollt und scrollt der. Also er geht nicht mal einen Block weiter. Das meinetwegen hier so drauf gehe. Fritz 3.1 gegen Hayas. Ich muss ehrlich sagen, mit diesen, ja, es ist wohl chronologisch hier gemacht. Gehe ich mal besser hier hin. Weil ich komme. Diese PC-Partien, die sagen mir nicht, die geben mir auch nichts irgendwie. Irgendwie bin ich bei PC-Programmen beinahe schon draußen, muss ich ehrlich sagen. Mein Herz, das schlägt mehr für die Schachcomputer, wie den Exklusiv, den ich hier stehen habe, oder die Modulare und sowas alles, oder wie die anderen alle heißen.
Fidelity und Novak Super Expert, Avantgarde und so weiter. Und weniger für die PC-Programme. Könntest du mal gucken, ob wir Interessantes rauskriegen. Das sind auch alles sehr viele PC-Programme. Hier Berlin 68.020. War das der Porterus, das Programm? Oder der Venko? Oder was war das? Das Blöde ist, wenn ich jetzt hier einen runterklicke, dann geht da nicht ein Block weiter. Dann geht da quasi nicht ein Fenster einfach also auf Partie 60. Das ist ein bisschen blöd. Ich könnte ja mal, da muss ich schon so hier nehmen und so vorsichtig hier so weitermachen. Dann mach. Wenn ich jetzt nämlich hier mit der Maus hinklicke, dann scrollt er sich doof. Das ist sehr ärgerlich. So, es sind auch alles mehr so Schachprogramme. Mal auf Öffnen gehen. Dann hier, was ist das denn? Die 95 bis. Und so kann man sich dann diese. Ach hier, MM5 gegen Diamond. Das ist für mich schon interessanter, diese Geschichte hier. MM5 gegen Novak Diamond zum Beispiel. Na, ist ja Fritz. Chess gegen Hayask 3. Das ist für mich wieder so uninteressanter. Nochmal auf Öffnen gehen, ob es da noch andere Datenbanken gibt. Ich auch nicht hier drin. Ich kann nochmal drauf gehen. Dann Eichmann. Alles 2005. Ich hatte gehofft, ich könnte Partien finden von 83 Chronik CSS Service Partien. CSS Chronik, vielleicht wird es da interessanter. Weil mich würde eher interessieren, so Partien, ja hier Murphy, Mephisto 2 zum Beispiel und solche Geschichten. Kurz mal ein bisschen weitergehen. Zrix 2500 gegen Genius, sehr viele Partien. Das sind auch wieder Schachprogramme, sehr viele Schachprogramme, aber weniger Schachcomputer. Teststellung 5. Also mich haut das jetzt nicht so aus den Socken hier. Da sind jetzt auch keine Partien, meinetwegen vom Super Expert oder Super Constellation oder sowas. Diese reinen Programme. Wir können ja einfach mal auf irgendeine Sache drauf gehen. Oder mal kurz hier Eröffnungen gucken. Da muss ich Schlüssel auswählen. Themen ist auch nicht. Taktik, Strategie, Endspiel. Das ist so eine Partie hier. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, seinen Schlüssel. Obwohl, das ist ja eh auf DVD das Ganze. Dann müsste ich quasi. Ach, warte mal, das könnte ich doch machen hier. Das müsste doch gehen. In dieser PC. Computerschach und Spiele, das müsste doch funktionieren. Datenbanken, dass er das dann eben hier von der Festplatte nimmt. Das ist schade, dass das hier einfach nur hier, dass es keine älteren Partien sind. Maxim Le Graf gegen Radjabov. Wie steht es denn? Ich weiß es nicht. So, CSS. Ja genau, das geht auch von der Festplatte. Aber ist auch nicht so merkend schneller. Ja, machen wir mal hier Sandy Encore gegen Mark 4. Ist doch egal, um mal was zu sehen. Murphy und die für uns vorbereitete Fassung, deutsche Fassung Sandy, gelten für einige Zeit als Maßstab, nachdem Sargon 2,5 entthront wurde. Kein Wunder also, dass man die neuen Computer auf dieses Programm hetzte. Auch sehr schön, das Ganze hier kommentiert, wie ich das hier so sehe. Sehr schön kommentiert das Ganze. Kann man sich schön mit Fritz angucken. Dann kann man so, also hier so der Datenbankteil. Ein bisschen weniger spannend finde ich jetzt hier. Ich habe das Datenbankfenster, müsste ich da noch offen haben. Hier. Ist halt alles ein bisschen alt. Backen, aber was soll ich sagen, es ist von 2000, ich muss schon sagen von 1990, gefühlt ist es ja so. Mephisto 2A Experimental, abgelost, was haben wir denn noch hier, Experimental, Remy. Aber hier scheinbar dann doch auch wieder ältere Geräte, das ist ja dann interessant hier, das wollte ich doch haben, Prestige gegen Super Constellation gewonnen. Cyrus X gegen Super Constellation abgelost.
Das ist interessant. Da kann man dann auch sehr fündig werden an Partien hier. Carp of Anatoly gegen Mephisto 3 Remis. Das war wohl ein Simultan. Gucken wir uns die Partie einfach mal an. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, also aus der Sicht von Mephisto, Springer F6, Rochade, Springer E4 schlägt. Mephisto 3 wird die sogenannte Berliner Verteidigung im Spanier. Eine heutzutage seltener zu treffende Variante, höchst gefährlich für Schwarz. Das würde ich, wie ich das hier manchmal in diesen Videos sehe, da spielt Magnus Carlsen und so, das nennt sich heutzutage Berliner Mauer. Die spielen das durchaus schon öfter hier, also da hat sich wohl einiges getan in der Theorie. Ob das jetzt allerdings so die besten Varianten sind, wage ich zu bezweifeln. Und der Karpov, er nimmt ihn wohl nicht ernst. Es kann nicht sein, er kann es nicht glauben. Haut sich die Axt ins Bein und schmeißt sie in die Ecke. Remis. So, ist eine interessante Sache, diese Datenbank. Also dafür kann man sich dann doch schon auf die Festplatte installieren. Die kann man machen. Das Programm selber kann man wohl nicht von der Festplatte machen, weil es ist ja auch ganz logisch. Die Leute hätten sich einfach die eine gekauft und dann von Kumpel zu Kumpel gegeben, einfach auf die Festplatte draufgeschmissen. Wenn das überhaupt gegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie die Festplattengrößen damals waren. Ich stelle mir alle an die Arbeit, die das gemacht haben muss, stelle ich mir voll gigantisch vor. So, das war so eine Kurzvorstellung dieser DVD. 18 Euro habe ich bezahlt. Neupreis war damals 59,90 €. Allein wenn man bedenkt, wenn man so zurückspult die Zeit, was wohl so die PCs waren, die meine in Erinnerung. Ich habe zu der Zeit hatte ich gar keinen PC. Ich habe meinen ersten PC hatte ich, da war ich hier in der Wohnung. Das waren auch. Ich habe so die Erfahrung gemacht, mit PCs war es dann wohl doch besser, wenn man. Der erste vernünftige, gute PC, den ich hatte, selbst der von meinem Bruder, der PC, der hat auch dauernd nicht funktioniert. Der konnte auch so, ja, war ja der Computerexperte vorm Herrn. Der war so gut, dass er nie funktioniert hat. Ist dann so blöd, wenn du eine 32 MB-Grafikkarte raushauen musst und kannst eine 8 MB-Grafikkarte reinpflastern. Dieser Unterschied, das ist dann schon sehr, sehr ätzend. Ja, und dann habe ich mir einen Generalüberholten gekauft und der hat so super funktioniert. Und das ist auch ein Generalüberholter hier. Das ist am besten von Leuten, die man gar nicht kennt. Wenn da steht Generalüberholt, die haben nämlich noch, da ist nicht dieser Family-Bonus oder sowas, auch von Bekannten, die konntest du alle so nicht, auch an- und verkaufen, würde ich auch von abraten. Da sind ja keine Computerexperten, die im An- und Verkauf sind. Da kommen Leute hin, stellen ihren PC dahin, drücken sie wahrscheinlich hinterm Rücken die Daumen, hoffentlich funktioniert die Scheißkiste jetzt. Und dann einmalig funktioniert er dann super und das trotzdem Schrottgerät. Das ist wohl so ein bisschen das Problem. Ist ja nicht hier Computerfachhandel, so ein An- und Verkauf. Deswegen, ich habe meine immer generell überhaupt gekauft. Ich weiß gar nicht, wann ich jetzt den nächsten hole. Irgendwann wird es mal wieder nötig, hier was Neues ranzuschaffen. So, ich bedanke mich, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich würde dem Ganzen 7 von 10 geben. Sagen wir mal, ist es nice to have. Mehr aber auch nicht. Und die Partie beginnt dann die vierte Partie. Wesley So gegen Carlsen, die ich jetzt aber wirklich nicht mal verpassen möchte. Tschüss, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ob ihr das habt und ob ihr das so gemacht habt, dass ihr von Festplatte machen könnt und wie ihr das gemacht habt. Da würde mich jegliches Feedback sehr drüber freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.